Frau Pau hat das Wort. Bitte schön. Dankeschön. Es ist Wahlkampfzeit. Umso mehr danke ich allen Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, dass wir im Ausschuss gemeinsam und an der Sache orientiert gearbeitet haben. Wir haben das so gewollt, wir haben das so gestaltet und wir wollen das auch so zu Ende bringen. Und so enthält der Abschlussbericht viel Gemeinsames in den Feststellungen, in den Bewertungen und in den Schlussfolgerungen. An manchen Formulierungen wurde so lange gefeilt, bis wir wirklich alle damit leben können, wie es so schön umgangssprachlich heißt. Und ich verrate auch kein Geheimnis, und wenn doch, dann gern. Diese Mammutarbeit, dieses Feilen haben vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Fraktionen geleistet, und ihnen gebührt, wie auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Untersuchungsausschusses, Sekretariates, mein ganz besonderer Dank. In der Sache möchte ich für die Linke 3 Anmerkungen machen. Erstens, unsere Untersuchungen betrafen die bislang größte rechtsterroristische Mord- und Anschlagsserie in der Geschichte der Bundesrepublik. Und ebenso einen regelrechten Ermittlungsgau der Sicherheitsbehörden, aber auch die Politik ist hier einbegriffen. Das übergeordnete Thema aber heißt Rassismus. Die NSU-Taten waren rassistisch und die Ermittlungen trugen rassistische Züge. Und dass es keinen gesellschaftlichen Aufstand der Anständigen gab, ist auch kein gutes und schon gar nicht solidarisches Zeichen. Zweitens, aus Sicht der Linken standen im Mittelpunkt des Versagens die Ämter für Verfassungsschutz im Bund und in den Ländern. Und ihr Versagen hatte System, weil es der Logik von Geheimdiensten entsprang. Juristen werden noch zu prüfen haben, ob nicht gar eine Straftat gemäß Artikel 258 Strafgesetzbuch vorliegt, also Strafvereitelung im Amt. Der Sprecher der Initiative Gesicht zeigen, Uwe Carsten Haie, hat dies vor Jahresfrist kommentiert. Versager rüstet man nicht blindlings auf. Genau das aber passiert schon. Bei allem, was die Innenminister bisher angeschoben haben, profitieren die Ämter für Verfassungsschutz am meisten. Finanziell, personell und auch bei der Zumessung von Befugnissen. Und damit bin ich dann bei unserem zentralen Dissens im Untersuchungsausschuss. Die anderen Kolleginnen und Kollegen plädieren für eine Reform der Ämter für Verfassungsschutz. Ich halte die Ämter für Verfassungsschutz nicht für reformierbar. Deshalb fordert die Linke in ihrem Votum, die V-Leute-Praxis sofort zu beenden und den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen. Drittens, die gesellschaftliche Prävention gegen Rechtsextremismus und Rassismus war kein zentraler Untersuchungsauftrag. Sie war aber dennoch Thema im Ausschuss, insbesondere auch in Expertenanhörungen. Und dabei wurden uns 2 kritische Anregungen immer wieder nahegelegt. Erstens, die Förderung von gesellschaftlichen Initiativen muss verstärkt werden. Und zweitens, die Verdächtigung gesellschaftlicher Initiativen muss beendet werden. Im Klartext formuliert die Linke in ihrem Votum, dass die Extremismusklausel gestrichen gehört. Das geltende Fördersystem hemmt und die parteipolitische Dominanz und das Wahrheitsmonopol des Verfassungsschutzes führen uns ins Leere. Die Linke plädiert alternativ für eine unabhängige Bundesstiftung, die gesellschaftliche Initiativen gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus und für Demokratie und Toleranz fördert. Damit bin ich bei meiner vorletzten Bemerkung. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat auf der Trauerfeier im Februar 2012 den Opfern und ihren Angehörigen rückhaltlose Aufklärung versprochen. Tatsache,
Von rückhaltloser und bedingungsloser Aufklärung kann hier nicht die Rede sein. Und das geht an die Adresse der Bundesregierung wie auch an alle Landesregierungen, egal welche parteipolitischen Färbungen sie haben. Und damit bin ich bei meiner letzten Bemerkung. Das NSU-Desaster ist bislang einzigartig, was nicht ausschließt, dass es einmalig bleibt. Die Gefahr ist nicht gebannt. Gesellschaftliche Fehlentwicklungen dahinter waren nicht das Thema und die Aufgabe des Untersuchungsausschusses. Deshalb möchte ich Sie als Merkposten auf die Langzeitstudie von Professor Heidmeier und seinem Team über deutsche Zustände und auf die Wissenschaftlerstudie für die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Mitte im Umbruch, verweisen. Ich denke, wir brauchen einen grundsätzlich neuen Ansatz, weil wenn die Innenpolitik und die Justiz zuständig werden, ist es zu spät. Danke.